Warte. Ist ja peinlich, das ist ja peinlich. Du hast getrunken, Mann. Eieieiei. Zum Glück läuft meine Aufnahme schon. Ich stelle eine Frage und erzählt direkt los. Ja. So, mach mal nochmal. 3, 2, 1. Moin, Leute. Willkommen zurück zu Pre-Sequel. Wir holen uns jetzt noch eine Nebenquest. Haha. Tazita braucht deine fähige und körperliche unversehrte Unterstützung. Quarantäne wieder im Zeitplan. Oh, Quarantäne. Idiot. Wir wollen die Bauarbeiten am inneren Rumpf wieder aufnehmen, aber die Arbeiter jammern wegen irgendeiner Virenepidemie oder sowas. Wieder reisen, oder? Du musst runter in den Quarantänebereich und feststellen, was es mit dieser Seuche auf sich hat. Jawohl. Da in die Quarantäne. Toll. Sorry, wollte auch reisen. Sorry. Sorry. Sorry, Riri. Melde dich. Melde dich, ich melde mich. Huhu. Oh Gott. So, hier gibt's irgendwo Muni, ne? Bessere Ware findest du nirgendwo. Aber was mich wundert, ist, dass ich ja eine Laserwaffe hatte. Aber das nicht gezählt hat. Hä? Ich kaufe mal kurz hier diesen. Ach nee, scheiße. Jetzt habe ich das Klassending gekauft und habe dann erst gelesen, dass das Shotgun Verstärkung macht. Wo ich glaube, mein anderer. Mein anderer erhöht die Feuerrate und Magazingröße. Und der macht nur Shotgun-Waffen. Du hast einen anderen? Ja. Vielleicht das hier. Scheiße. Dann gehe ich jetzt. Du brauchst mir gar nicht hinterherlaufen. Doch. Die geben hier wirklich jetzt nicht mehr viel XP, ne? Leider nicht. Nix, viele EP. Nix, oh, hier war ich schon mal, das kenne ich. Krass, er erkennt was wieder. What? Schild trotzdem down, was ist da denn los? Was ist da? Ein Schild. Rennst du trotzdem durch? Nee. Tötest, ja. Was schießt denn hier so hart? Na, Kämpfer war da irgendwo. Du brennst, oder? Mhm. Was ist denn das da hinter dir? Wieder eine Fähigkeit, oder? Jo. Und dann explodiert die, wenn die abgelaufen ist? Mhm. So, melde dich bei... So, hier passiert doch jetzt wieder unten eine Kacke. Na, 30 Sekunden ist... Ja, letztes Mal war es auch pausiert. Wahrscheinlich startet gar kein Timer. Der Bereich ist abgeriegelt. Du musst zu den Wartungstunnels und ein paar Arbeiterbots losschicken, damit sie den Zugang öffnen. Glaubst du, das schaffst du? Zuversichtlich bin ich nicht. Du brauchst nur ein paar Knöpfe zu drücken, sonst nichts. Das Ganze ist so einfach, dass sogar mein hirntoter Neffe es könnte und dessen Lieblings-Echo-Sendung ist die Big Explosion-Hypothese. Aber du schaffst es schon irgendwie, es zu vermasseln. So, Zeit läuft, komm. Ach so, hey, das läuft keine Zeit. So, wo müssen wir denn überhaupt lang? Einfach hier geradeaus, ja. Naja. Dass du den Rest der Station in Gefahr bringst und ihren Sauerstoff verbrauchst. Atmen ist ein Privileg, kein Recht. Der dritte Knopf öffnet Zugangstüren zu den Aufbauten. Dadurch kann natürlich auch die Atmosphäre entweichen und das heißt, du hast nicht wie viel Zeit, du denn um die Bots loszuschicken. Die machen ganz schön Damage.
So würde alles nicht so gut. Oder du erstickst. Deswegen lebe ich ja. Letzteres wäre lustiger. Und zuletzt, um die Atmosphäre wiederherzustellen, musst du die Kraftfelder für jedes Zugangsportal aktivieren. Alter, was will er denn noch, was wir alles machen? Hast du das alles verstanden? Oder habe ich zu lange Wörter benutzt? An die Arbeit. Wieso kennt ihr überhaupt? Kommst du in die Schleuse oder erstmal shoppen? Och, du bist so ein Idiot, Alter. Du weißt, dass ich von hier aus nicht reinkomme. Ja, deswegen hab ich's gemacht. Scheinbar geht's doch. Oh, jetzt macht er wieder zu. Ja, ja. Krasses Schild. Ach, herrlich. Das macht immer wieder Spaß. Oh nee, der Kack hier wieder? Ja, was hast denn du jetzt gedacht? Oh. Kennst du den Weg noch? Nicht wirklich. Ah, da fällt mir was ein. Da sind jetzt auch wieder so viele Gegner und so. Das ist gut, dann kann ich noch die restlichen. Oder eine Rampe. Eine Rampe hat mir noch irgendwie gefehlt gehabt. Warte nochmal. Eine Rampe. Eine Rampe. Na, das diese Sprungdinger ja, zu finden. Genau, da fehlt mir noch, glaube ich, eins, die ich benutzen musste. So, du bist schon wieder voll weiter und so, ne? Voll. Aber welche habe ich nicht benutzt gehabt, verdammt. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Die Frage ist ja, wo wir hier jetzt hin müssen. Die nehme ich mit zum Verkaufen. Die Waffenkiste hatten wir letztes Mal aber auch schon. Ja. Ich glaube, wenn wir hier unten ein geht, blaues, weiterlaufen. Vier oder? Blaue fehlen mir noch. Jo, ich glaube, hier müssen wir runter. So recht. Tschüss. Einfach runter. Bis ganz da unten, ne? Jo. Oder sind wir denn tot? Bin tot. Zu gar nicht. Wieso glaubst du mir meine Lügen? Ja. Ein schlechter Lügner. So, jetzt müssen wir nur noch da. Obwohl, die geben sogar 12 XP. Uiuiuiui. Mach keinen Scheiß. Alter. Was denn? Damage. Was zieht mich hier schon wieder an? Naja, das ist so ein hier, diese Special-Typ. Aber hier schießt doch noch und was. Da fliegt doch was. Ja, aber auf dem Boden ist glaube ich auch noch irgendwo was. Habe ich die benutzt? Hässlichen Gegner hier. Oh, die geben sogar ein bisschen mehr XP. Ich bin fast tot, Alter. Das ist gut. Du bist schon wieder weiter, ne? Ja, na klar. Ich will ja die Sprungschanzen hier noch alle verwenden. Wo lande ich denn jetzt? Ja, wieder weiter. So, oh, ich lande jetzt wieder genau am Anfang. Lol. Du bist wieder weiter, weißt du? Bin ich gar nicht. Klar, guck mal, wo ich bin. Ja, du bist ja bloß runtergefallen und fängst wieder von vorne an. Nein, ich bin nicht runtergefallen, ich hab den einen Sprungpad benutzt. Hui! Oh, da war ein Zeichen! Scheiße! Ah. Oh, da muss ich nochmal zurück. Ich glaub bestimmt das, was wir schon hatten. Weiß ich nicht. Aber ich muss zurück, das muss ich mir holen, ey. So, betrete den Wartungsbereich, aktiviere Sicherungstimer. Ach, da geht dann der Timer los und dann... Was denn? So. Gerade überlegt, wo er hier jetzt hinjumpen will. Was bringt das hier?
Ui, hier gibt's eine schicke Raygun. Nehmen wir mal mit. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Huch, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Oh oh. Ich hätte mir merken sollen, welche Stockwert das war, ey. Mist. Das ist natürlich kacke jetzt. So. Wie komme ich denn hier jetzt weiter? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch gerade nicht. Du bist ein Arsch. Mich interessiert nur das Zeichen. Da ist es. Scheiße, wir hatten das wirklich schon. Hatten wir wirklich, ja? Ja. Ja, wusste ich. Ja, na klar. So, komm ich da jetzt rüber? Was meinst du? Ich weiß nicht, wo du bist. Das siehst du doch auf der Karte. Wo soll ich denn? Denkst du, ich mach jetzt extra die Karte auf? Klar, machst du auch sonst auch. Na klar. Hier hoch? Dann müsste ich hier eigentlich hochkommen. Achtung, Eintritt in die Atmosphäre. Oh, mein Sauerstoff ist gleich dead. So, jetzt muss ich da noch nach ganz oben. So, das habe ich den gleich nicht. Spiel. Wo geht's hier hin? Oh, mein Sauerstoff geht gleich. Achso, geht einfach nur nach oben. Scheiße. Kann ich hier jetzt runter? Ja. So, ich habe die Tür erreicht. Und eine Waffenkiste wolltest du nicht nehmen, oder was? Nee. Ich hoffe, dass was Saugutes drin. So, ich muss da aber jetzt öffnen, glaube, weil ich Sauerstoff brauche. Mach doch. Nur noch 17 Sauerstoff. Ja, das Problem ist ja, dass das dann vielleicht der Timer gleich losgeht. Da kann ich auch noch. Ach nee, das hier glaube ich bloß erstmal so eine Luftschleuse. Reicht das? Schaffe ich das? Oh. Nein, ich schaff's nicht. Lol. Aber echt bei 1. Bei 1 Luft, also O2, die Luftschleuse hier. Schon klar, dass ich dich nicht stundenweise bezahle. Okay, die hatte ich glaube ich beide benutzt. Ja. Scheiße. Das kann ich auch. Fast. Naja, eigentlich nicht. Alter, wie die alle auf mich ballern, die kleinen Schweine. So, was sollen wir jetzt hier machen? Soll ich schon mal starten hier, Sasse? So, mach. Nicht den Knopf, du Idiot! Den anderen! Toll! Vor allem jetzt ist offline. Gescheitert steht ja auch da. Hä? Aber das war das, was sie leuchtet. Juhu. Hat. Mission neu starten. Ach, das kostet hier immer 5 Dings, ne? So, die grünen habe ich alle. Das kostet immer 5 Mondsteine. Na klasse, zum Glück hast du es gemacht. So, öffne die Zugangsportale ist ja das dritte, ne? Ach so. Sicherungstimer aktivieren. Portal-Override aktiviert. Atmosphärensicherung online. Innere Türen verriegelt. Und dann öffne Zugangsportal. Und dann kommt hier unser Endgegner.
Zugangsportale öffnen sich. Erstaunlich, dass du bis drei zählen kannst. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Lol. Sicherung aktiviert. Es gibt ein Zeitlimit für die Erledigung ihrer Aufgabe. Der Timer läuft. Aktiviere Kraftfelder, um manuellen Override abzuschließen. Schaffe ich nicht. Oh oh. Jetzt aktiviere die Arbeiterbots, damit sie dich in den Quarantänebereich bringen können. Schafft er nicht, sagt er. Hast du gesehen, auf wie viel? 2 Sekunden oder so war das. Ihr schafft es, ihr schafft. Hast du das versehentlich richtig gemacht? Na, glaube ich auch. So, das war's. Mission abschließen. Ach nee, die Belohnungen sind 5 Iridium. Hat ja auch lang genug gedauert. Iridium hab ich. So, jetzt gibt's hier noch eine Quest. Der Arbeiterbot wird dir den Zugang zur Quarantänezone öffnen. Du musst dann hinein und berichten, was du gesehen hast. Rück den Wartungstunnel. Und du bist ja immer noch am Jumpen? Nö, ich weiß nicht mehr, wo die Blauen, wie ich die kriegen soll. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Okay. Wenn ich jetzt mal springen könnte. Ja. Falls du noch rein kannst, ich habe ja alles versiegelt. LOL. Was denn? Ich bin einfach normal auf einem Gegner rumgesprungen und das hat Damage bei dem gemacht. Wo soll ich denn hier jetzt hin? Oh, hast du richtig alles versiegelt hier. Sag ich doch. Ach, hier soll ich rein. Setz deinen Kadaver Richtung Quarantänezone in Bewegung. Die Arbeiterbots bringen dich hinein. Jetzt einfach mal Richtung. Achso, die Gegner werden draußen angezeigt. Oh, was ist das? Achso, Sauerstoff. Beseitige die Sperre. Sag jetzt nicht, oh nee, lol. Da war ich schon, hier war ich schon. Jetzt kommt man hier hin, oder? Nee, da. Ich glaube, wir sollen den jetzt folgen. Achso, den Knopf hattest du schon gedrückt, oder? Ja, ja. Aber das steht ja. Der ist ja jetzt irgendwo hin mit dem. Wir sollen das 5-mal machen. Das ist bloß wieder so ein Nebending, das gehört nicht zur Quest. Aber ist doch hier Knopf. Aber da stand doch eben ein Arbeiter. Ja, von 5, das ist wie mit dem Pets. Da stand auch 1 von 12. Ach so. Hat nichts mit dem. Hier für die Badass-Punkte. Genau. Da wo ist denn der Typ hier gerade hin? Ja. Irgendwie hier dann. Geh hinein und zeig mir, dass das hier keine spektakuläre Zeitverschwendung war. Ja, siehst du, ist doch offen. Achtung, Sie betreten die kontaminierte Zone. Ist das bei dir auch grün? Was denn? Was ist? Grüner Rand. Diese Arbeitnehmer haben seit Wochen nur Sauerstoff verbraucht und Betriebsrentenansprüche angehäuft. Töte sie! Natürlich. Aber dein HP-Ding ist eigentlich ganz cool. Aber wenn Damage ist, oder? Nein, wenn ich jemanden umbringe. Tja? Ja. Oh, du lebst noch. Das ist aber doof. Ne? Sei ein braver kleiner knöpfedrückender Automat und heb die Absperrung auf. So. Demnächst habe ich noch mehr noch Arbeit für dich. Oh, noch ein Nebenquest. Falls du vorher an deiner eigenen Spucke erstickst. Übrigens, einer der Arbeiter schien mir weniger mordlüstern als der Rest. Red doch mal mit ihm. Vielleicht schneidet er dir sogar die Kehle durch. Wäre doch lustig. Sollten erstmal Folgenpause machen. Na gut. Spitze, bedanke dich. Dann machen wir jetzt eine Folgenpause.
Spitze, bedanke mich. Tschüss. Ciao.